Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute haben wir mal wieder ein Video der besonderen Art und zwar haben wir heute mal wieder jemanden dabei und zwar den Hannes. Hannes, vielen, vielen Dank, dass du dich für dieses Interview zur Verfügung gestellt hast. Hallo David, danke für die Einladung, ich freue mich. Genau, ihr kennt es vielleicht schon aus dem letzten Video zusammen mit Merlin. Und zwar geht es in dieser Reihe einfach darum, dass wir verschiedene Leute bei uns aus dem Elite-Coaching nehmen, einmal ein Status-Update machen, einmal gucken, okay, wie genau sieht die aktuelle Situation aus, was sind die langfristigen Ziele, und dass wir dann einmal besprechen, gründlich, okay, was sind die Steps, die wir gemeinsam planen, bis dahin vorzunehmen, und dass wir dann alle 2, 3 Monate ein Status-Update, meistens wahrscheinlich bei uns unten auf dem Podcast machen werden, um zu gucken, okay, haben wir jetzt die letzten 2, 3 Monate so durchgezogen, wie wir es machen wollten, an welchen Stellschrauben und so weiter können wir noch drehen. Und das heißt, dieses Format ist natürlich super interessant für all diejenigen von euch, die jetzt in einer ähnlichen Situation sind wie der Hannes und vielleicht auch ähnliche Ziele haben wie der Hannes. Und damit würde ich jetzt vielleicht mal übergehen, zu dir, Hannes. Gib uns doch mal vielleicht am Anfang eine ganz kurze Selbstpräsentation, vielleicht so ein bisschen, wie bist du überhaupt erstmal auf mich aufmerksam geworden oder so, und dann vielleicht so ein kurzer Status-Update, wie sieht es bei dir aus, studiummäßig, praxiserfahrungsmäßig und engagementmäßig. Ja, servus nochmal. Hannes, mein Name. Ich bin 20 Jahre alt und studiere in Dresden Wirtschaftswissenschaften. Auf dich bin ich aufmerksam geworden vor gut einem Jahr, immer auf die YouTube-Videos. Und es hat mich immer begeistert, wie professionell du über diese ganzen BWL-Themen, Bewerbung, Karriere und so weiter alles reden kannst und auch die Leute so ein bisschen dafür begeistern kannst. Und das war so der eigentliche Schritt, wo ich mich dann mal dazu entschlossen habe, mal bei euch auf dem Workshop, damals war das im November 2019 in Köln, einfach mal teilzunehmen, um zu schauen, aha, wie läuft das da ab? Und ich fand das damals so cool, so, dass ich mir dann gesagt habe, machst du mal beim Karrierefreund mit. Super, das freut mich. Dann, also du studierst jetzt in Dresden quasi Wirtschaftswissenschaften. In welchem Semester bist du gerade? Ich bin im sechsten, im letzten Semester. Im sechsten. Im Und das schon mit letzten. 20, ne? Hast dann direkt nach dem Abi angefangen, denke ich. Genau. Okay. Und was hattest du für einen Abi-Schnitt? 2,2. Und jetzt gerade ist der Schnitt auf 2,0. 2,0. Okay, das heißt, das ist quasi notenstudiummäßig. Wie sieht es aus mit der Praxiserfahrung? Mit der Praxiserfahrung sieht es aktuell so aus, dass ich aktuell Werkstudent bin bei einem großen IT-Berater und Dienstleister in Dresden. Dort in der SAP-Beratung, speziell im Digital Commerce und habe davor auch noch Einzelerfahrungen innerhalb der Uni gemacht, sei es mal Beratungsprojekte. Ich weiß, das sind zwar nicht richtige Unternehmen, mit denen man kooperiert, aber es sind halt eben, dass man sich halt eben mal mit den Abläufen vertraut macht, wie geht man bei einer Marktanalyse vor. Das sind so die ersten großen Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe. Genau, und sonst engagementmäßig hast du ja auch einiges. Genau, ich bin noch studentischer Unternehmensberater, jetzt seit einem guten Jahr. Und ja, die Hauptaufgaben dabei waren halt eben Kunden- und Projektakquise. Ich fühle mich da sehr heimisch bei diesen Aufgaben Ja. und halt eben auch für einen großen Kongress für studentische Unternehmensberater innerhalb des BDSU, Bund Deutscher Studentischer Unternehmensberatung, und habe da unter anderem auch namhafte Unternehmensberatungen wie Volkswagen Consulting, Lufthansa Industry Solutions und so weiter auch betreuen dürfen. Okay. Das sind so die Hauptaufgaben, die ich Sprich, bis jetzt jetzt gemacht sowohl bei dir aus der Praxiserfahrung als auch aus dem Engagement klingt ja bei dir jetzt schon so ziemlich der Punkt Engagement mit raus, ne? Unternehmensberatung meine ich. Genau, Unternehmensberatung. Genau, das heißt, das ist dann auch für dich das langfristige oder zumindest mittelfristige Ziel für einen Berufseinstieg. Genau, da sehe ich Okay. mich auch in einigen Jahren als Unternehmensberater Du tätig. hast jetzt ja auch da schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, sowohl quasi im richtigen Berufsleben, sage ich mal, als auch quasi durch die Initiative, durch die studentische Unternehmensberatung. Was genau fasziniert dich daran? Also warum bist du ausgerechnet auf diesen Track gekommen? Studentische Unternehmensberatung eigentlich deswegen, weil es mich immer so ein bisschen fasziniert hat, solche Marktanalysen, solche Wettbewerbsanalysen mal durchzuführen. In der Uni ist das aber so ein bisschen, ja, langweilig, sage ich jetzt mal. Bei einer richtigen studentischen Unternehmensberatung arbeitest du auch wirklich mit Unternehmen zusammen. Und das Gefühl, wenn du zusammen mit deinen Mandanten Projekte machst und, da, und halt eben auch noch Mehrwert für die generieren kannst, das ist halt immer noch ein schönes Gefühl nebenbei. Und
Das ist natürlich die eine Seite. Dann halt eben noch Soft Skills, nicht nur durch die Projektarbeiten per se, sondern auch durch vereinsinterne Aufgaben, die du übernehmen kannst. Oder auch bei uns zumindest sehr groß Netzwerken, wofür ich mich auch sehr interessiere, dass man auf verschiedene Netzwerkveranstaltungen geht, dort mit verschiedenen regionalen Unternehmern einfach mal in Kontakt kommt und sich gegenseitig Visitenkarten austauscht und halt eben auch das Projektpotenzial so ein bisschen ankurbelt. Okay, gut. Sprich, Unternehmensberatung, da brennst du auf jeden Fall dafür. Hast du da bestimmte Unternehmen, wo du sagst, okay, da würde ich richtig gerne einsteigen, oder bist du da eigentlich noch relativ offen? Sei es jetzt externe Beratung, interne Beratung, oder hast du da bestimmte Präferenzen? Da ich noch nicht so die ganz große Erfahrung habe, dort mal Praktikant gewesen sein zu dürfen, habe ich noch wirklich wenig Präferenzen, sagen wir es mal so. Jetzt aus dem Bauch heraus entschieden eher externe Beratung, aber das ist noch unsicher. Okay, sprich also bei dir, also allgemein ist halt in der Unternehmensberatung schon so, dass die sehr stark auf die Noten achten. Na? Ja. Das heißt, das wird bei dir, sag ich mal jetzt, ich denke mal, du planst einen Master zu machen, ne? Ja, genau. Genau, sprich, du bist jetzt, wirst dann auch im Sommer, wenn jetzt alles so voraussichtlich stattfindet, dann komplett fertig sein im Studium. Genau. Genau, sprich, dann hast du quasi ein Gap hier und dann startest du mit dem Master durch. Exakt, so mache Und ich dann es. wäre quasi, da ist es natürlich der Punkt, quasi notentechnisch im Bachelor ist da gar nicht mehr, haben wir jetzt auch nicht mehr so viel Zeit mehr zu machen. Das Also ich habe mal bei mir kann man das in so einer Excel einfach mal durchkalkulieren, wenn ich jetzt Ja. aktuell 2,0 stehe, jetzt mal rein hypothetisch, wenn ich nur 1,0 noch schreiben würde, könnte ich tatsächlich noch auf eine 1,6 kommen. Also es ist tatsächlich noch möglich im letzten Semester bei Wie mir. viel Credit Points hast du noch offen? Also dieses Semester mache ich 5 Module. Das sind 25 oder 30 Leistungspunkte bei uns und halt eben noch die Die Bachelorarbeit. Bachelor-Thesis. Ah, okay. Sprich, Das heißt, das ist. Und dann zählen bei euch insgesamt wahrscheinlich irgendwie so 100, 120 Kreditpunkte oder so. Und du schreibst jetzt 5 oder 42 oder so von denen allein in diesem Semester schon. Genau, ich hab's bei mir so geplant. Also es ist jetzt bei mir im Wahlpflichtbereich, wo Ja. ich mich jetzt befinde und habe da einfach schon mal ein paar mehr Module belegt als empfohlen. Und dann tue ich am Ende halt eben nur selektieren, dass ich die Module mit den schlechteren Noten einfach streichen lasse und versuche dann halt eben so auf die beste Abschlussnote zu Okay, kommen. perfekt. Ja, also bei dir, das hatten wir ja quasi schon gesprochen, Noten müssen sehr stark nach oben noch gepusht werden. Da müssen wir jetzt im Bachelor rausholen, was geht. Und dann wäre halt natürlich das Optimum, sage ich mal, zum Master. Zum einen vielleicht an eine ein bisschen noch renommiertere Uni zu gehen. Dass man da ein bisschen vielleicht guckt, okay, da einen wirklich ganz bekannten, auch international bekannten Brandnamen für diesen BWL-Bereich zu bekommen. Und zum Zweiten natürlich, dass dann im Master die Noten echt auf einem sehr guten Einser-Niveau am besten landen, damit du quasi diese beiden Auswahlkriterien Universität und Noten bestmöglich erfüllt hast. Und jetzt gilt es halt während des Gap Years nochmal so viel Praktika wie möglich zu sammeln, ne? Ich glaube, du hattest ja eh schon mal ein bisschen, beim ersten Praktikum hattest ja gemeint, das war auch schon damals mit meinem Bewerbungsmasterplan noch, ne? Genau, das war vor über einem Jahr, ist halt eben so entstanden. Das war ja viertes Semester etwa um die Dreh. Und ich hatte halt eben wirklich noch gar keine Ahnung, wie ich so einen Lebenslauf professionell gestalten kann. Was gehört eigentlich in ein Anschreiben rein, sodass man die Ja. Personaler auch von sich selber überzeugen kann. Und dementsprechend waren halt eben auch die Resultate, und wenn ich mir heute nochmal meine Bewerbung von damals anschaue, ich hätte mich selber nicht genommen. Genau, ja. Also da kann man halt echt viel, viel herausholen. Und das macht echt also macht wirklich einen Unterschied wie Tag und Nacht. Teilweise bei uns die Leute davor die Bewerbung, dann danach. Das ist halt, und das ist dann auch echt für, also ich lese ja sehr viel Bewerbung bei uns im Elite-Coding beispielsweise. Unsere Personaler lesen nochmal mehr Bewerbung. Und das ist wirklich immer so eine Genugtuung, wenn du dann mal eine geil formulierte Bewerbung, einen professionell erstellten Lebenslauf hast im Vergleich zu dem, was man halt sonst ab und zu oder sehr oft eben von anderen Leuten bekommt. Sprich, da guck mal jetzt halt quasi, es ist halt bei dir, nachdem das Abi jetzt nicht komplett Creme de la Creme war und der Bachelorschnitt bisher auch noch nicht perfekt, müssen wir uns jetzt halt während des Gap Year so ein bisschen hocharbeiten, ne? Mit den Praktika, sprich, wir können jetzt nicht absolut schon mal
zu McKinsey greifen, das ist noch ein bisschen zu weit quasi, sage ich mal, in der Entfernung. Sprich, wir müssen quasi schauen, okay, dass wir noch zwei Zwischensteps oder so Minimum dazwischen unternehmen, damit wir quasi zum Master dann für ganz oben ready sind, falls das quasi das Ziel sein sollte. Ja, das kristallisiert sich dann ja auch immer noch ein bisschen mehr darauf, mehr heraus, in welche ganz genaue Richtung es gehen soll. Du hast jetzt gemeint, du hast jetzt schon auch Bewerbungen gelaufen. Das ist jetzt ja gerade noch so ein bisschen durch Corona und so weiter ein bisschen on hold. Aber was sind da jetzt bisher so die ersten Steps, die du angepeilt hast? Ich habe jetzt circa 15 Bewerbungen rausgeschickt und eine positive Nachricht kam schon zurück. Problem in Anführungszeichen ist halt eben, dass sich das Interview halt eben noch ein bisschen verzögert aufgrund von Corona und anscheinend können die auch nicht online über Zoom oder Skype stattfinden, sondern face to face. Ja, das ist das Problem, vor allem je größer die Beratung oder je höher die Beratung, vor allem mit den Case-Interviews, da ist es dann so, dass die es oft sagen, okay, wenn wir Cases haben, dann wollen wir es persönlich machen und da ist gerade echt alles ziemlich on hold. Aber das, sag ich mal, der einzige Lichtblick daran ist halt, es geht halt vielen gerade so. Ja, also es finden ja immer noch Leute Interviews statt, das bekommst du auch die ganze Zeit bei uns mit. Aber einige, sag ich mal, bei dem Unternehmen, wo du dich jetzt beworben hast, da finden halt auch alle anderen Interviews finden jetzt gerade halt auch nicht statt. Von dem her, du bist jetzt nicht der Einzige, den es betrifft. Von dem her hast du jetzt davon de facto keinen Nachteil. Da müssen wir jetzt halt gucken, quasi, da würde ich dir dann weiterhin empfehlen, quasi noch, du hast jetzt quasi 15, haben wir schon rausgeschickt, da einfach weiterhin die Drehzahl noch ein bisschen zu erhöhen, dass wir in 2, 3 Monaten, wenn wir dann zum nächsten Mal miteinander sprechen, du dann auch nochmal deutlich mehr Einladungen bekommen hast. Ich denke mal, Ende des Monats ist jetzt meine Schätzung, wird sich die Lage auch wieder so ein bisschen vernormalisieren, weil es ja wahrscheinlich jetzt nicht komplett kontinuierlich so durchgehalten werden kann mit der persönlichen Interviewpausierung und so weiter, dass wir quasi spätestens, sobald es dann losgeht, dann auch einige mehr Intervieweinladungen bekommen und dann wirklich sowohl jetzt für das erste als auch irgendwie fürs zweite Praktikum im Gap Year schon mal eine ganz gute Auswahl hast, sodass wir ab dann irgendwie ab Mai du dich dann wieder voll auf die Uni und auch auf die Bachelor-Thesis konzentrieren kannst, ne? Genau. Wirst du deine Bachelor-Thesis dann nach den Klausuren schreiben? Also ich habe jetzt schon angefangen, so ein bisschen mich mal in das Thema hineinzulesen, jetzt in Zeiten von Corona. Und es ist erstmal wieder ein bisschen schwierig, ja. Ich hatte zwar im letzten Semester eine Seminararbeit geschrieben, aber vorrangig nur deutsche Paper, weil es halt eben ein deutsches Thema war. Und jetzt ist es halt eben europäisches Thema, natürlich viel auf Englisch. Und da ist erstmal wieder das Problem, dass man erstmal in diesen Flow wieder reinkommen muss. Die ersten Paper lesen, die sind immer ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal, auch alles zu verstehen. Aber sobald man sich dann in diese Bubble, sage ich jetzt mal, eingefügt hat, dann geht das auch alles wieder. Gibt es irgendwas, was du jetzt den Leuten, also wir haben jetzt ja gesagt, quasi nochmal Praktikumsbewerbung nochmal ein bisschen hochschrauben, sage ich mal jetzt in den nächsten 2, 3 Wochen, damit sobald die Interviews wieder normal stattfinden, dass da echt nochmal eine gute Anzahl an Angeboten auch nochmal reinkommen wird. Dann nochmal richtig starker Fokus aufs nächste Semester, wirklich mit einer geilen Struktur das nächste Semester anzugehen. Dass wir da auf jeden Fall 2 geile Erfolgsstories bei unserem nächsten Update haben, dass sowohl mit ein paar mehr Einladungen und Angeboten dann geklappt hat, als auch, dass du notentechnisch echt auf einem sehr geilen Weg bist. Jetzt vielleicht nochmal für die Zuschauer ein bisschen rückblicken. Na, du bist jetzt zwar noch relativ jung, hast aber schon einiges an Studienerfahrung und so weiter erlebt, hast auch durch die studentische Unternehmensberatung wahrscheinlich viel kennengelernt, viel Erfahrung gemacht. Rückblicken für Leute vielleicht im ersten, zweiten Semester, für Leute, die gerade ihr Abi machen oder vorm Studium stehen. Was würdest du solchen Leuten vielleicht noch auf jeden Fall mit auf den Weg geben wollen? Speziell für das BWL-Studium oder auch allgemein erstmal für das Studium, man ist auf sich alleine gestellt. Man hat keinen Lehrer mehr, der einen vielleicht mal ermahnt oder mal den Arsch aufreißt und sagt, du mach jetzt mal mehr. Das gibt es einfach nicht mehr. Und das erfordert halt eben auch ziemlich viel Selbstdisziplin und auch viel Struktur, viel Organisation. Ich habe selber gemerkt, durch deine Tipps ohne Struktur geht bei mir gar nichts mehr oder ich kann nicht so viel Output erreichen wie ohne. Und was ich auch vor allem in den ersten Semester sehr gemerkt habe, ist, ich sage immer, dieses typische BWLer-Denken, dass man jetzt einfach sagt, ja, ich studiere jetzt 3 oder 5 Jahre, je nachdem, schreibe gute Noten und danach bewerbe ich mich und die Unternehmen werden mich mit Handkuss begrüßen. Das war tatsächlich so meine erste Denke, die ich hatte.
Und die auch zum Teil immer noch bei Leuten in meinem Fachsemester so gepflegt werden. Tatsache ist aber, dass die Realität ganz anders aussieht. Man muss Praxiserfahrung vorzeigen, man muss Engagement vorzeigen. Die Noten sollten bestenfalls auch stimmen, wenn es in die Strategieberatung gehen sollte. Das war so ein Punkt, Das war dir den nicht ich so ganz gerne. bewusst, oder wie? Wie bitte? Das war dir nicht so ganz bewusst am Anfang. Genau. Ja. Dann halt eben auch, wie schon gesagt, die Praxiserfahrung. Es gab halt eben wirklich niemanden innerhalb, so, es gab weder von den Professoren noch von meinen Kommilitonen, die gesagt haben, Leute, macht Praktika, macht Praxiserfahrung. Höchstens wurde mal eine Stellenanzeige oder so an die Wand gebeamt oder so. Das war es aber auch. Es wurde halt eben auch viel mehr darüber geredet, genießt die Studienzeit, sowas kommt nie wieder. Ja, So halt das eben. finde ich halt immer so ein bisschen, sage ich mal, natürlich sind wir jetzt hier auch alle so ein bisschen in so einer Bubble, ne? Natürlich geht es im Leben absolut nicht nur um Beruf, nicht nur um Karriere oder sonst was. Aber teilweise finde ich es dann halt, oder ich sehe halt enorm viele, die dann quasi so an einem Punkt sind wie du, oder ich meine, du bist jetzt ja noch heller, du bist ja echt noch super jung, aber es gibt ja teilweise echt Leute, die sind dann am Ende vom Master. Und sagen halt, hey, wenn ich die Zeit nochmal zurückdrehen könnte, ich hätte so viel anders gemacht, hätte so viel eher, ich meine, du musst ja nicht dein komplettes Leben dafür opfern, wenn du mal ein Praktikum machst oder mal sehr gute Noten schreibst. Also ist ja komplett auch noch möglich, dann noch super viel Freizeit zu haben, wenn du halt effizient lernst, wenn du einen guten Output hast jeden Tag. Und wenn du hier und da mal ein Praktikum machst, dann kannst du dir davon beispielsweise auch einen coolen Urlaub mal finanzieren. Ja, aber es ist halt insbesondere jetzt in, sagen wir mal, in anderen Fächern, da kannst du einfach nur studieren und kriegst nach 5 Jahren Studium einen sehr guten Job. Das ist halt bei BWL de facto einfach nicht so. Und ich finde es halt schade, wenn dann Leute quasi nur so ein bisschen vor sich hin studieren, ohne wirklich einen Plan. Weil man dann halt am Ende, deshalb finde ich es auch sehr cool, dass du das noch gesagt hast, weil man dann am Ende viel schlauer ist als am Anfang und sich denkt, ah, hätte ich vielleicht das am Anfang noch ein bisschen anders gemacht. Genau. Und auch wenn wir jetzt wieder bei Praktika sind, das war auch eine große Herausforderung, vor der ich damals stand, wenn man sich immer so durch die Jobwahl gewälzt hat. Meistens wird immer vorausgesetzt, dass man schon ein Vorpraktikum gemacht hat. Und aber man muss ja irgendwann mal ein erstes Praktikum machen. Das war mal so die größte Herausforderung, wo soll ich das machen? Und das war die größte Herausforderung und dann die Organisation. Die meisten wollen halt eben, dass du mindestens 3 Monate im Praktikum machst. Dann hast du aber die Tatsache, dass die Semesterferien höchstens 2 Monate lang gehen. Zumindest bei uns in Dresden. Dementsprechend fand ich es aber auch cool, dass ihr so eine Pyramide aufgestellt habt, wo man einfach Step für Step Bescheid weiß, aha, welche Praktika muss ich jetzt am besten noch in welchem Bereich absolvieren, um halt eben Step für Step das Ziel der Strategieberatung erreichen zu können. Das ist halt eben Sag das mal, weil Größte. das Ganze ist jetzt ja nicht, wenn man das auf gewisse Strukturen runterbricht, es ist jetzt ja echt kein, natürlich ist es kein Selbstläufer, das hinzubekommen, aber wenn man jetzt, ich meine, du weißt jetzt eigentlich genau, eigentlich was zu tun ist, ne? Du musst es halt nur noch umsetzen. Genau. Und das ist halt das Coole, wenn man an dem Punkt dann ist, weil dann sieht man, hey, das Ziel ist zwar jetzt gerade noch ein bisschen weiter weg, aber das und das sind die einzelnen Steps und wenn ich die erreiche, dann ist mein Ziel für mich einfach erreichbar. Und das ist jetzt, wie gesagt, um nochmal da Revue passieren, bei dir Noten richtig gut hochzupushen im nächsten Semester, interviewmäßig nochmal gut hochzuschrauben, sobald sich die Lage wieder ein wenig beruhigt hat und ich dann einfach während des Gap Years kontinuierlich hochzuarbeiten und dann, sobald wir dann im Master drin sind, sind wir nochmal auf einer ganz anderen Level dann heute in einem Jahr sozusagen. Genau. Super. Hannes, vielen, vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast für das Interview. Lass auf jeden Fall einen Daumen hoch für den Hannes. Ich finde es richtig cool, dass du hier auf YouTube gekommen bist. Genau, wenn ihr wieder Hannes bei uns im Elite-Coaching dabei sein wollt, klickt gerne mal unten auf den ersten Link in der Beschreibung. Ich denke mal, du kannst den Leuten auch, ist jetzt keine blöde Entscheidung, ne, sich da einfach mal zu bewerben, oder? Genau, wenn ihr jetzt eh schon auf dieses Video geklickt habt, allgemein, diese Community sind ja eigentlich fast nur ambitionierte BWL-Studenten. Versucht es einfach mal, es kann nicht schaden, ganz ehrlich. Genau, super. Also, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, viele Grüße von David und Hannes. Ciao.